Ja, kleiner Tipp. Schaut nicht eine Stunde und 19 Minuten lang Top-Oso-Spielern dabei zu, wie sie in einer 16er Multiplayer-Runde gegeneinander spielen. Oh Mann, ich bin zu müde. Irgendwie auch aktuell etwas gefrustet von Oso. Irgendwie ist. Ich merke zwar immer noch, dass ich wie immer so eine leichte Anstiegskurve habe vom Können her, aber irgendwie will nicht mehr so richtig. Und da wurde ich neulich relativ wütend. Nein, nicht Time of Day. Wieso mache ich das jedes Mal? Was sind wir überhaupt? Wow! Wow! Scheiße! Alles nur nicht das! Hä? Ich habe gar keine Ahnung, was ich bauen soll. Oh nein. Okay, wir bauen den Ender Dragon. Das ist cool, dann sind die ganzen kleinen Kinder, die in der Runde mitmachen, voll angetan und denken sich so. Okay, ich hätte irgendwie. Oh Mann, ich spacke immer ab, wenn ich Luft einsauge und irgendwelche Geräusche dabei machen möchte. Warum? Okay, ab morgen, so als Info, beginnt Ip und Ab mit Chani, weil sie heute anscheinend noch bis 21 Uhr bei irgendwem weg ist. So hin. So, Obsidian. Ich weiß halt nicht, wie in anderen Texture Packs Obsidian aussieht, deshalb baue ich auch immer mit dem Default. Aber wir geben ihm jetzt sowas Bienenartiges, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie ich den Ender Dragon zeichnen soll. Verdammt, warum habe ich den auch schon lange nicht mehr gesehen? Was soll dies? Brauchen irgendwie Specials für den. So, und hier hatte ich mir jetzt überlegt, irgendwie diese Dinger hinten dran zu tun. Das hätte doch was, oder? Symmetrie wird natürlich auch immer wertgeschätzt. Nein. Mensch, Build Anything habe ich jetzt schon bei fast jedem YouTuber mal gesehen und endlich auch mal bei mir jetzt. Das ist doch nice.
Sieht das halbwegs aus wie ein Ender Dragon? Nein, nein, sieht's nicht. Aber egal, es hat was. Und deshalb wird's gewinnen. Oh nein, ich habe Füße vergessen. Egal, sieht man nicht. Ist mein Minecraft-Sound aus? Nee, ist er nicht. Naja, das dauert, bis man den Eingang findet. Und dass auch die Außenwände aus Büchern bestehen, ist irgendwie... Aber das ist halt, wie gesagt, schwer zu bewerten. Na, aber was sagen denn hier die Leute? Yo. Einfach rot. Gut, dann gebe ich jetzt auch nicht mehr. Das ist nicht viel Aufwand für mich. Oder wir können ja mal schauen, ob dieser Typ immer rot gibt. Und vor allen Dingen, was er gebaut hat. Man erkennt, dass er einen Pinguin bauen wollte. Aber dafür hat er es nicht so gut umgesetzt. Okay, das ist sein Zelt. Er hat den Lila an der Hand. Deshalb habe ich noch ganz schnell umgeschwenkt. Ja, das ist so einer, der alles rot bewertet. Ja, ein Raketenstart, cool. Ja, er hat wieder rot in der Hand. Ich schaue danach mal, wie man Leute reportet. Milan Gamer TV, M groß, geht groß, TV groß. Ein Pokéball von innen leer. Okay, es ist Batman. Das weiß ich, ohne jemals im Film davon gesehen zu haben. Aber er sabbert. Warum sabbert er? Das Sabbern lässt mich irgendwie ein Gut geben. Ist Flappy Man eventuell sein Freund oder warum gibt er darauf ein Amazing? Wow, wie die Leute hier auch einfach nur mit Rot in der Hand rumlaufen. Das ist irgendwie so ein neuer Trend, oder? Oh. Das ist eine tolle Idee. Das kriegt ein Gut. Wird er das gerade reporten? Yo, einfach mal Sechster mit einem gescheit aussehenden Drachen, ja. Und ich habe definitiv mehr Aufwand gehabt als dieser Pokéball. Okay, noch eine Runde. Halt. Nein. Nicht hier. Nicht bei denen. Wir hoffen auf eine bessere Community diese Runde. Advertising. Do you love playing on Miniclicks? If you do, please consider purchasing a premium ring for the story, for this, from the store. Was? Shit. Da habe ich sogar noch Werbung für Mineplex gemacht. Krieg ich jetzt einen Rang? Ich werde ja über die Zeit hinweg, denke ich. Also Minecraft ist so ein Projekt, was ich nie sein lassen werde. Ich werde es vielleicht mal in größeren Intervallen machen, wenn ich wieder so richtige Projekte habe. Aber Minecraft würde ich schon nicht sein lassen. Und Mineplex ist so mit der einzige Server, auf dem ich wirklich immer einen Game Mode habe, den ich spielen kann.
Deshalb warum nicht me giving a run for showing this game. Unbeachtet dessen, dass eigentlich schon große YouTuber das hier zeigen und ich es gar nicht mehr nötig hätte, beziehungsweise die es gar nicht mehr nötig hätten, mir sowas noch zu geben. Ah, ich habe eine ganz andere Idee von Vacation. Das wird mega aufwendig werden. Das wird richtig, richtig aufwendig werden. Aber es gibt ja auch viele Leute, die gerne in den Winterurlaub fahren und dann Berge besteigen und dann entweder da Ski runterfahren oder sich einfach nur freuen, dass sie oben sind und dann wieder runtergehen. Und das werden wir jetzt auch machen. Bergsteigen. So, da bauen wir auch mal leicht über den Tellerrand hinaus, denn die meisten anderen werden jetzt Beach machen oder irgendwelche Baumebenen bauen, bei denen Leute sitzen und Picknick machen. Obwohl Picknick eigentlich ein anderes Extra-Thema wäre. Ich baue den Berg auch mal in der Mitte auf und nicht, dass ich so mache, dass er in eine Richtung hoch wird, weil das wäre dann wirklich zu viel Schnee, den ich setzen müsste. Und das geht nicht so. Ah, ich muss auch die Mitte nicht ausfüllen, wenn ich das bergförmig machen möchte. Dann brauche ich die Mitte nicht ausfüllen. Das ist voll die schlaue Zeitsparidee. Nein. So, machen wir mal so eine Steilung. Fast fertig. Und noch 2,5 Minuten. Okay, finishen werde ich das wohl schon. Die Frage ist nur, wie viel Feinarbeit ich noch reinsetzen kann. Okay, die Fäden sieht man nicht. Gut, dann kommt jetzt noch Feintuning. Okay, was hierauf schon mal nicht geht? Na toll. Dann nur hier am Berg. Wirkt das vielleicht auch nicht mehr so, als würden die hier nur kleine Ebenen zurücklegen, denn irgendwie so zwei Blöcke anzusteigen, scheint hier jetzt kein großer Aufwand zu sein. Aber wenn der Berg mehr reell wirkt, dann sehen die Leute vielleicht auch, dass hier zwei Blocks schon eine größere Anstrengung sind. Für die Dummen auch noch zwei Schilder.
Okay, das mit der Flagge hätte man besser machen können. Und davor vielleicht den Schnee weg. Aber okay, da seht ihr, da haben wir schon mal Sommer als Beispiel. Da haben wir eine Bar. Kleine Kinder. Es ist eigentlich alles da, außer dass es vielleicht nicht aus Sandstein hätte sein müssen. Deshalb ein Gut. Aber ich denke mal, wenn sich das jetzt weiter so häufen wird und immer genau das hier passieren wird, dann wird das in einer Zeit nur ein It's okay sein. Wo ich das hier sogar besser finde, auch wenn das nur diese Ebene und diese Ebene hat. Aber halt auf mehr Platz und es wirkt irgendwie mehr authentischer. Habe ich hierfür jetzt ein It's okay gegeben oder ein Good? Okay. Das, ja. Ist es ein Meh? Wahrscheinlich war es ein My Ass Are Bleeding. So, auf beiden Seiten angebracht. Bergsteigen. Dann geben wir hier mal ein Gürt. Ah, da sehe ich doch noch ein Gürt. Ja. Hier spüre ich die Chance. Oh. Oh. Das ist eine andere Idee als die anderen Sachen. Ja. Aber es hätte schöner umschmückt werden können. Okay. Oder LOL steht für League of Legends und für ihn ist Vacation an PC zu sitzen. Der Insel-Theme hat auch was Hübsches. Aber ein Good ist es nicht. Weil dafür hätten hier noch Leute gefehlt, die auf dieser einsamen Insel diese Dinger aufgebaut haben. Ich meine, die wachsen da ja nicht. Das ist ein Auto, da sitzt sogar jemand drinne und da. Ah, der fährt gerade los. Auf der Fahrt. Ach so, angekommen, schreibt er. Ich gehe.